Hallo meine lieben Freunde, yo, nachgeführte 8-jährige Abwesenheit bei uns, zumindest was die Battlefield 3 Branche so mit Videos angeht, kommt jetzt endlich mal wieder ein Video, denn aus gutem Grund, ich habe nämlich eine utopisch neue Waffe für mich selbst entdeckt, oder für mich, ja, und zwar die 1185A2, echt ein extrem geiles Teil. Ich habe hier sogar was freigeschalten. Die Waffe, die rockt richtig. Und das Beste ist, die hat wirklich auch auf hoher Distanz ist sie noch genau. Verzieht kaum nach oben. Eigentlich fast gar nicht. Auch im Dauerfeuer. Und auch nach links und rechts. Der Links-Rechts-Dreieck ist nicht wirklich gegeben. Jetzt haben sie mich hier verlassen. Na super. Ich gehe jetzt mal in das Quad. Und zeige euch das einfach mal, was ich meine. So ein bisschen Squad Suppression. Ich weiß nicht, warum der Typ hier Explosion mit hat. Ja, ich habe jetzt mal mit Absicht einen Hardcore-Server genommen, halt um zu zeigen. Oh Gott. War da gar nicht einer? Oh, fuck. War er nicht. Da hinten kommt er. Sorry, Kill Assist. Um halt die Dramatik mal zu zeigen, klar, man kann jetzt sagen, die Gegner sterben doch viel eher. Mag ja sein, aber im Endeffekt stirbst du selbst ja auch viel eher. Und jetzt reiß ich gerade wieder mal nichts. Na, da niente. Jetzt wollte ich euch das mal beweisen, zeigen und jetzt geht's nicht. Nee, aber. Jetzt sind wir wieder irgendwelche Penis auf dem Turm. Allein diese Leute müssen wir schon kicken, echt. Solche Homos. Die echt der Meinung sind, sich auf den Turm zu setzen. Schwachköpfe. Das Schöne an der Waffe ist halt, dass sie nicht nur im Nahkampf, sondern auch auf hohe Distanz. Ah ja, super, danke. Echt genau ist. Ja, also ich wurde gerade von meinem eigenen Team erschossen. Von einem meiner eigenen Teammate. So dass dieser Tod dann natürlich jetzt ganz schön scheiße war. Das ist genau das war es nämlich. Man sieht. Ah, okay. Es verzieht nicht die Waffe und das ist echt geil. Das macht echt Spaß damit zu spielen. Wow, fuck! Ich dachte, da oben würde ein anderer von uns stehen und ich fand. Wow! Das war jetzt ein bisschen fail. Hallo? Das wäre natürlich die Härte gewesen, wenn ich jetzt genau neben dem Gegner gespawnt wäre. Tot! Ja, mal gucken, ob ich das jetzt hier noch so richtig schön beweisen kann. Ich habe auch teilweise auf wirklich hoher Distanz kann man nur, kann ich euch empfehlen, mit zwei Beinen gespielt. Und mit zwei Beinen ist das Ganze noch krasser. Da kann man echt, da hat man eine Genauigkeit, die Waffe verzieht so gut wie nicht. Also wirklich auch auf. Aua. Au. Gut, vielleicht ist die Waffe natürlich auch nicht schlecht. Mit zwei Beinen. Die hat bestimmt eine Durchschlagskraft von. Von einem. Ich gerade ein Haar auf der Zunge gehabt. Ih, wo kommt das denn her? Ich habe gar keine Schamhaare. Mein Penis kann ich auch nicht lecken. So krumm machen kann ich mir dann doch nicht. Leute, der hat gerade übrigens geleckt, sonst hätte ich ihn gehabt. Rechnet noch keiner damit, dass der einfach plötzlich stehen bleibt, obwohl er läuft. Ja, genau. Dauer auf dieser Entfernung ist bestimmt auch. Ja, sehr gut. Kann man, glaube ich, auch nicht meckern. Jetzt hänge ich schon wieder irgendwo fest. Festhängen ist nicht gut. Komme ich hoch? Nee. Verdammt.
Das Problem ist, glaube ich, einfach mal, dass ich meistens. Also reaktionsmäßig muss man natürlich auch ein bisschen was drauf haben, um hier überhaupt überleben zu können. Und man sollte nicht irgendwo mitten in die Mitte laufen, wo von 12 Seiten Gegner kommen könnten. Wie man gerade gut gesehen hat, das ist keine gute Idee. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht der TDM-King. Also ich mag das... Ich mag dieses Spielmodi auch jetzt nicht so sonderlich. Aber trotzdem. Ich habe mir auch mal gedacht, dass es mal was Cooles ist, dass man halt nicht so eine Waffe, die jeder spielt... Also ich habe bis jetzt zumindest noch keinen so großartig gesehen. Würde ich jetzt hier nicht hervorheben oder so. Aber es ist halt doch eine relativ... nicht so krass gespielte Waffe, würde ich mal fast behaupten. Vielleicht kommt man hier damit klar, also soll mich jetzt niemanden hier verurteilen, wenn er mit irgendeinen Waffen nicht spielt. Dafür spiele ich halt mit Sniperwaffen nicht, weil ich es einfach mal nicht kann. Zum Beispiel jetzt. Wow, gerade voll gerade gelaufen. Ja, und auch gibt da halt zeitweise Momente, wo ich auch nichts reiße, weil ich irgendwie. Weil es einfach mal nicht geht. Keine Ahnung. So, jetzt erstmal einmal gerade dahin. Oh fuck. Mit der Dauer auf die Entfernung, also, ja. Okay. Dann ist es hier also nicht so schwer, mit der Dauer irgendwo hinzuschießen. So, mal gucken, ob ich das jetzt die Möglichkeit habe. So, genau. Erster Sniper weg. Da unten steht noch einer. Der wurde mir gerade genommen. So, ich wollte mal eigentlich mich jetzt nur mal hinsetzen hier. Okay. Hallo, Gegner. Gut, vielleicht habe ich dafür dann einfach mal den das falsche Visier mit. Kann ja auch sein. Wenn ihr jetzt hier mit zwei Beinen stehen würdet. So, das ist nämlich genau das. Auf die Entfernung mit zwei Salven einer erschossen. Da kann man echt nicht meckern damit. Soll sich mal keiner aufregen. Ey, hier der Typ hier, der ist ein Cheater, ein Gambler. Wie es manche machen. Ja, super, danke. Ich spawne mit in der Granate. Danke, Battlefield, für diesen super Granaten-Spawn. I was spawning in the night. Und schon wieder. Na gut, das hat natürlich ein bisschen länger gebraucht, weil ich mich am Anfang irgendwie verzettelt habe. Ah, kill assist, Hilfe. Oh, da unten ist noch einer. Hat er euch platt gemacht, hat er euch platt gemacht. Da hinten steht ein Radio. Fuck! Da stand ein Radio, ein Radio. Auf dem Klo stand ein Radio. Wow, 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 mein Herz. Ah, ist gerade in die Hose gerutscht. Alter, musst du mich so erschrecken. Ah, Hilfe. Komm, okay, den kriegt man nicht mehr. Oh nein, es war einer von uns! Ah! Ich habe gerade einen von uns angeschossen, dann hat der einen von uns angeschossen. Oh krass, also du bist. Wow, das war echt knapp. Ich muss jetzt. Wollte ich einfach mal nachladen hier. Dann kann ich, weil ich hier die ganze Zeit abgeschossen werde. Ja, schön, ne? Ach, Mist, Mist, Mist. Das wäre gut gewesen. Verdammt. Oh, hallo. Diese Typen, die neben mir stehen. Ja, ich will das natürlich nicht ernst machen. Ja, man muss hier 48,12 Promille vorziehen, damit man eine Reichweite von
ungefähr 900,83 Meter erreicht. Ah, fuck, jetzt hat er mich. Aber, naja, gut. Der Kill Assist von 80. Und ich war schon angefickt von irgendjemandem. Oh, fuck, nicht von dem. Na gut, das war jetzt nicht schwer. Ich konnte mich halt nicht bewegen. Und diese Ausreden, ich weiß. Das ist halt, ja, Team Deathmatch. Das macht jetzt nicht unbedingt Battlefield aus, sagen wir es mal so. Team Deathmatch. Deathmatch. Was macht ihr? Da war gerade einer. Oh, weg, 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 ich muss weg, ich muss weg. Oh, da kam ich einfach hinten. TDM only auf diesem Server. Gut, muss man ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da war's wieder. Habt das gesehen, habt das gesehen, habt das gesehen, wie die Waffe abgeht. Gut, jetzt habe ich ihn irgendwie aus den Augen verloren. Verdammt. Mir ruckelt es gerade hier. Ich hoffe mal, in dem Video ruckelt es dann nicht auch. Das wäre nicht so schön. Gegner, hallo. Obwohl ich hier oben echt eine coole Posi war, muss ich schon sagen. Also man hat halt einen Überblick auf jeden Fall. Noobs LMG. Oh ja, gut, das ist nicht schwer mit LMGs hier Leute zu killen. Aber ja, mir geht's halt nicht darum. Oh, Alter, das geht jetzt ab. Dann habe ich volle Frames, aber es ruckelt trotzdem. Also sorry, wenn es jetzt hier zwischendurch zeitig mal ruckelt, dann ist es vielleicht der Server. Obwohl ich einen Ping von 23 habe. Es geht ja eigentlich. Oh, ich wurde wiederbelebt. Dankeschön. Das muss man wirklich mal. Ja, muss man wirklich mal danke sagen. Schießt man nicht auf mich? Komm hier rüber. Ja, genau. Weißt du, wo kommt der? Cool. Ob der nicht? Nein, macht er nicht. Bestimmt nicht. So, mal gucken. Gibt es einen anderen Squad? Nee, ich bin ja in diesem komischen Sport hier drin. Irgendwann gehe ich mal auf so einen Hardcore-Server und mache diesen Test, wie viele Teamkills man machen kann, bevor man gekickt wird. Bevor man übelst angehatet wird. Das ist bestimmt mal witzig. Der hat doch gerade jetzt nicht wirklich. Alter, ich will das Kind hier ab. Hilfe! Ah! Wo kam die alle her? Ich wollte gerade nachladen. Ich habe mich nicht getraut. Weil es 3,6 Sekunden dauert, bis dann, wenn deine Waffe leer ist und du nachlädst. Und 3,6 Sekunden in so einem Match, also, weißt du, wenn du mitten auf dem Schlachtfeld, mitten, ja, voll in Rage bist. Und dann die Saiga von hinten kommt und dich einfach mal abknallt und du gar nichts dafür kannst. Ja, aber wirklich, also ich finde ganz ehrlich, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum man die Waffe jetzt nicht so gerne spielt, weil wirklich die Nachladezeit von 3,6 Sekunden wäre, also wenn sie richtig leer ist, sonst sind es glaube ich 2 noch was oder so, sind echt ganz schön heftig. Allerdings ruckelt es gerade hier irgendwie wie blöde und ich sterbe hier die ganze Zeit, weil es halt nur ruckelt. Aua, geh weg hier. Komm mal, piss dich. Lass mich nicht von dir erschießen hier. Ich lass mich auch nicht von Leuten erschießen. Aber irgendwie ruckelt das gerade. Es ist ganz schön blöde hier. Jetzt werde ich hier laufend abgeschossen.
Ja, lauf ruhig mit deiner M416 herum, du Spast. Kann ja jeder. Meiner Waffe müsst ihr rumlaufen. Au, ist mich voll ins Feuer gerannt. Oh Mann! Jetzt habe ich gerade nach hinten geguckt, weil ich dachte, ich wurde angeschossen. Aber war es nur das scheiß Feuer? Bin ich gerade wieder schön gestorben die ganze Zeit. Lol, er ist ja runtergefallen. Lustigerweise kann ich beim Springen gar nicht das Ding verwenden. Das ist ja auch totaler Mist. Ja, das war jetzt ganz schön. Wow. Und jetzt kommt's gar nicht. Jetzt gibt's wieder keine Gegner. Das ist immer manchmal komisch. Man hat einfach mal eine Zeit lang null Gegner mehr. Okay, man hat vielleicht noch Gegner, die rennen aber einfach mal rum und man sieht sie halt nicht. Und dann weiß man gar nicht mehr, um was es hier eigentlich geht. Da steht plötzlich ein Gegner vor dir und ja. Dann hast du schlechte Karten. Wo kam denn der jetzt bitte her? Der stand gerade neben mir. Willst du mich jetzt verarschen, bitte? Ja, und spätestens dann sollte man sich fragen, sollte man jetzt aufhören oder sollte man jetzt weitermachen? Und gleich haben wir es. Und ich bin bestimmt nicht der Letzte. Ah. Gut, am Ende hin muss ich zugeben, aber auch durch die Ruckler, weiß ich nicht, das war ganz komisch gerade. Ich habe jetzt nicht ganz so den krassen Schnitt wie der andere. Aber ja, es ist halt mal wirklich so eine Waffe, wo man sagt, Mensch du, die spielt nicht jeder, aber die ist echt sehenswert. Also die kann man sich wirklich mal angucken. Also wirklich, wenn ihr mal Lust auf eine neue Waffe habt, die ihr noch, wo ihr noch nicht wisst oder die ihr noch nicht gespielt habt, dann nehmt wirklich die L85 A2, weil die ist wirklich gut. Also ich kann echt nicht meckern, ich bin wirklich begeistert von der.